So, letzte Runde. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Fast ausverkauftes Haus. Freut mich. Heute geht es ums Thema: So erstellst du eine Webseite, die tatsächlich Kunden generiert. Ich weiß nicht, wer war gerade in Holgers Vortrag vorherig? Wir können die auch nennen: So verkaufst du Matratzen ohne Probeliegen. Also, wir kriegen das hin hier zusammen. Vielleicht mit ein bisschen Probeliegen. Ja. Ihr kennt das vielleicht schon von letztem Jahr. Ich bin nicht der Techniker, deswegen steht auch darüber nichts Technik, sondern Business. Also es geht so weiter, wie es eben losgelegt hat mit dem Holger. Für meine Mutter geht heute, glaube ich, ein Traum in Erfüllung. Wir waren uns beide einig nach meinem Abitur, dass ich nie eine Uni von innen sehen werde, aber es hat geklappt. Also, was ich mitgebracht habe, sind tatsächlich 10 Schritte, wie ihr eine conversion-optimierte Webseite erstellt. Jetzt kann der ein oder andere sagen, was heißt denn conversion-optimiert? Also unter Conversion verstehe ich quasi eine Lead-Generierung. Was ist eine Lead-Generierung? Eine Lead ist eine Verkaufschance. Also wie schafft ihr es, dass eure Webseite tatsächlich Leute so abholt, dass die den Hörer in die Hand nehmen, sich bei euch melden und sagen, ich brauche eine Webseite von euch. Immer rein. Oder euch eine E-Mail schreiben. Ein Kontaktformular ausfüllen, was auch immer ihr am Ende am liebsten haben wollt. Das könnt ihr nämlich auch über die Webseite ganz wunderbar steuern. Also wie schafft ihr es quasi da so Vertrauen aufzubauen, dass jemand sagt, okay, das könnte die oder derjenige sein oder diejenigen sein, die meine Webseite umsetzen, meinen Blog machen, meinen Shop, was auch immer. Wer zum Geier ist der Typ? Wer war schon mal in einem Vortrag von mir? Ich glaube, eben habe ich schon so ein paar. Oha. Okay. Alles klar, dann überspringe ich. Also Jahrgang 79, habe in Köln eine Internetagentur, Basta Media, machen seit 2003 Joomla, da machen sie es aber noch Mambo. Und ich berate und entwickle eigentlich selber gar nicht mehr so viel, sondern mache eher so strategische Beratung, halt Vorträge, kümmere mich um Online-Marketing und gucke eben, dass genügend Arbeit reinkommt. Und genau deswegen habe ich nämlich versucht, die Webseite für mich arbeiten zu lassen, weil ich gedacht habe, die erwarten alle von mir, dass ich Aufträge ranschaffe. Aber so viel arbeiten will ich ja gar nicht, deswegen lasse ich das lieber die Webseite machen. Und die Webseite ist auch tatsächlich schon 6 Jahre alt. Wir können uns die auch gleich nochmal angucken. Wer einen Laptop oder so vor sich hat, kann das auch gerne schon mal parallel tun. Es ist nicht alles von den 10 Punkten umgesetzt, aber das meiste schon. Und wir schaffen es tatsächlich ohne Google-Budget. Mit ein bisschen Suchmaschinenoptimierung und über den Lauf der Zeit, also uns gibt es halt seit 15 Jahren, dass wir 5 bis 10 tatsächliche Neukundenanfragen pro Woche über die Webseite generieren. Ne? Das heißt, da unterschiedlichste Art, ich sag mal, 3 bis 4 sind davon dann eben auch spannend. Den Rest muss man dann halt gucken, wie man damit umgeht, aber das kennt ihr vielleicht auch alle. Wer von euch verdient denn tatsächlich Geld als Freelancer, Webagentur, also als. Okay, sehr gut, alles klar. Wer von euch kommt tatsächlich über die Webseite, rein über die Webseite an Aufträge, sodass er sagt, ich muss nichts tun sonst? Also bis darauf dann später noch zu verkaufen. Okay, du? Joomlaagentur.de. Ist natürlich gut, ne? Gibt's nur einmal, ne? Okay, wie macht ihr das sonst? Gibt es irgendwie noch jemanden, der so klassisch den Telefonhörer abnimmt und sagt, ich rufe jetzt 10 Leute an, die eine schlechte Webseite haben? Niemanden? Ja? Du machst das? Von Weiterempfehlung, okay. Okay. Ist natürlich am Start schwierig, ne, weil du dann natürlich den ersten zumindest brauchst. Ich hatte zum Beispiel auch das Riesenglück, mein erster Kunde war direkt eine internationale Golfmesse und der kannte irgendwie ganz viele Leute, die ganz viel Geld hatten. Und das war natürlich ganz cool. Das hieß, wenn ich es da nicht komplett verhaue, dann wird es wahrscheinlich irgendwie schon weitergehen. Und so war es auch tatsächlich. Aber klassisch Kaltakquise macht von euch niemand mehr. Schaltet jemand in größerem Stil, ich sag mal so ab 400, 500 € im Monat Werbung bei Google oder bei Facebook oder sowas? Okay, also die meisten wirklich über Weiterempfehlungen. Netzwerk, okay. Völlig klar.
weil kein Mensch hat Bock auf Kaltakquise. Ich finde das manchmal ganz cool, aber ich mache es halt tatsächlich auch nicht mehr. Das heißt wirklich, jemanden kalt zu akquirieren, der noch nie mit euch irgendwie in Kontakt gekommen ist, der keine Ahnung hat, wer ihr seid, was ihr tut, da wird es halt schon echt unangenehm und da haben tatsächlich die meisten Menschen Probleme, in Kontakt zu treten. 60% trauen sich noch nicht mal eine Mail an diese Person zu senden. Im B2B-Bereich geht das übrigens. Also ihr könnt tatsächlich auch nach DSGVO, soweit ich weiß, Leute anschreiben, wenn es Businesskunden sind. Machen aber 2 von 3 nicht. 3/4, 75% haben Angst, einen Brief dahin zu senden. Ich habe auch letztens in einem Vortrag, ähnlichen Vortrag gehalten, die haben gesagt, ihr sendet doch keine Briefe, das ist ja voll teuer. Kommt jetzt drauf an, was man so mit dem durchschnittlichen Kunden verdient und wie der Brief halt aufgebaut ist. Aber 75% schreiben tatsächlich auch keinen Brief und sogar 95% haben Angst, das Telefon in die Hand zu nehmen. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise doch die Möglichkeit geben, diesen Weg zu umgehen. Ne? Die Chance auf einen Auftrag zu bekommen, erhöht sich übrigens um 80%, wenn ihr nicht die Leute anruft und die sich von euch angesprochen fühlen, sondern wenn die sich von sich aus bei euch melden, um 80%. Das Gleiche steigert sich übrigens nochmal, wenn ihr eine Anfrage bekommt und beantwortet die innerhalb von 3 Stunden. Und sei es auch nur mit einem Auto-Reply, weil das Ganze an irgendeine Angebot-Ad-Adresse geht oder sonstiges, das steigert nochmal um 80% die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diesen Auftrag sogar bekommt. Weil die meisten machen selbst das nicht. Noch besser ist es natürlich, wenn jemand aus eurem Team oder ihr selbst dann eben anruft und sagt, vielen Dank, wir haben die Anfrage bekommen. Wir haben da noch ein paar Rückfragen. Und gebt vielleicht dem Kunden auch noch gleich eine kleine Hausaufgabe mit, er soll euch irgendwas zusammenstellen. Dann habt ihr auch schon wieder eigentlich 80% richtig gemacht. Und das Tolle ist, es macht kaum jemand. Wer von euch antwortet auf solche Anfragen innerhalb von 3 Stunden, ganz ehrlich? Okay. Das ist überdurchschnittlich viel. Also das ist echt schon ganz gut. Das heißt, ich würde euch tatsächlich gleich mal ein paar Sachen zeigen, wie eure Webseite die Kaltakquise für euch übernimmt. Nämlich wirklich Leute, wie ihr Leute auf die Webseite bringt, die danach Bock haben, sich bei euch zu melden. Ich mache das Ganze so circa eine halbe Stunde. Danach haben wir echt noch eine halbe Stunde, eine Viertelstunde Zeit, alle Fragen zu klären. Löchert mich, wir können hier diskutieren, wir können auch gucken, ob jemand noch eine Idee hat, was man machen kann, was funktioniert. Diese 10 Punkte sind sicherlich auch nur eine Auswahl an 20, 30 Dingen, die ich vielleicht machen kann. Das sind jetzt die 10 Schritte, die sich für mich nach 15 Jahren herauskristallisiert haben. Also 10 Schritte, um nie wieder diese verhasste Kaltakquise machen zu müssen. Da gibt es zum einen, ganz wichtig, Holger hat es eben auch schon gesagt, in dem Vortrag heute Morgen habe ich es auch gehört, identifiziert erstmal euren Wunschkunden. Überlegt erstmal, wer ist überhaupt euer Wunschkunde? Der Kollege, der letztes Jahr auf dem Joomla Day da war, der sich jetzt spezialisiert hat auf Winzer-Webseiten, ist der da? Nee. Okay, im letzten Jahr habe ich einen Vortrag gehalten, da ging es ein bisschen um Spezialisierung. Und da hat mir ein halbes, dreiviertel Jahr später hat mir jemand geschrieben, ich fand den Vortrag cool und ich habe das mit der Nische ausprobiert und ich baue jetzt nur noch Webseiten für Winzer. Und er kommt halt irgendwie aus der Pfalz, also ist umgeben von Winzern. Und Winzer haben halt 2 Vorteile. Die haben selten Bock auf Internet, sich damit auseinanderzusetzen. Die haben aber in der Regel einigermaßen noch Geld. Und er hat jetzt, glaube ich, innerhalb von einem Jahr 80 Winzer-Webseiten gebaut und seinen Umsatz, glaube ich, verdoppelt oder verdreifacht und hat 3 neue Leute eingestellt. Also der hat einfach gesagt, Mensch, ich mache nichts mehr anderes. Ich sitze eh in der Pfalz um mich rum, tausende von Winzern. Ich mache jetzt nur noch Winzer-Webseiten und ich optimiere meine Webseite nur noch auf Winzer. Und ist dadurch natürlich auch mega sichtbar geworden, das ist nämlich der 2. Tipp, indem er einfach mit den richtigen Keywords gefunden wurde.
Und irgendwann sprach sich das auch rum, dass die Leute gesagt haben: Mensch, du hast doch auch hier so einen Weinberg, geh doch mal zu XY. Die machen das gut und die wissen genau, was wir als Winzer brauchen auf so einer Webseite. Wie viel Traffic brauche ich? Gib mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele Webseitenbesucher ihr auf der Webseite habt. Ich habe eben gesagt, wir kriegen so 5 bis 10 Anfragen die Woche. Wir haben im Durchschnitt 60 Besucher auf der Webseite pro Tag. Das ist nicht wahnsinnig viel. Wir schalten auch genau 0 Euro Werbung für die ganze Nummer. Das heißt, wir generieren etwa aus 60 Besuchern circa 1 bis 2 Anfragen pro Tag. Ja. Die Hälfte davon kann man vergessen, kann man gucken, ob man denen vielleicht mit einem Affiliate-Link von Jimdo weiterhelfen kann. Da kann man da nämlich auch noch ein bisschen Geld mit verdienen auf Dauer. Die will man nicht haben. Die andere Hälfte ist aber dann durchaus spannend und ist auch für uns als Agentur dann spannend. Dann ganz wichtig, wenn ihr wisst, wen habe ich als Zielgruppe und derjenige euch oder diejenige euch auch noch gefunden habt, wäre mein dritter Punkt, zeigt, welche Probleme dieses Kunden ihr lösen könnt. Die meisten gehen davon immer aus und verkaufen tatsächlich über Merkmale und sagen, wir haben Joomla, Joomla kann mehrsprachig, 89 Sprachen, was auch immer. Hatten wir heute Morgen schon mal, ich weiß nicht, wer in dem Vortrag drin war. Die wenigsten sagen aber, pass auf, ich habe die und die Zielgruppe und die hat in der Regel genau das und das Problem. Ja. Fragt euch also ganz genau, und das passt ganz, ganz, ganz eng mit dem zusammen, was unter Punkt 1 stand, fragt euch, welche Zielgruppe sprecht ihr an und welche Probleme hat diese Zielgruppe? Und textet die gesamte Webseite tatsächlich weniger danach, was ihr macht, sondern wie ihr die Probleme der Kunden lösen könnt. Das bedeutet, schreibt nicht, wir erstellen suchmaschinenoptimierte Webseiten, die mobil optimiert sind, sondern sagt, passen Sie mal auf, Sie sind Weinwinzer in einer Urlaubsregion. Die meisten Leute sind mit dem Handy unterwegs. Wir sorgen dafür, dass jemand, der in Ihrer Nähe ist, Sie findet und auch noch auf seinem 6 Jahre alten Handy mit schlechtem Internetempfang, weil wir sind in der Pfalz, da gibt es leider manchmal nur 3G, trotzdem Ihre Webseite findet und den Weg zu Ihnen auf Ihren Hof findet. Das wäre der Unterschied zu, wir machen eine schnelle Webseite, die suchmaschinenoptimiert ist und die mobil optimiert ist. Aus der Sicht dieses Kunden. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich habe 3 oder 4 von diesen Wunschkunden und ich weiß noch nicht, für wen ich mich am Ende entscheide, dann versucht diese Webseite, die ihr vielleicht einmal gebaut habt, auf die unterschiedlichen Zielgruppen hin zu adaptieren und schaut, dass ihr einzelne Aspekte vielleicht verändert. Das kann die Bildsprache sein, das kann die Farbgebung sein, das sind wahrscheinlich die Texte, die Videos vielleicht, die ihr draufnehmt. Ja. Also welche Probleme von dieser Zielgruppe könnt ihr tatsächlich lösen? Und wenn die keine Probleme haben, dann ist das wahrscheinlich die falsche Zielgruppe. Aber wenn man sich wirklich lang mit seinem Wunschkunden auseinandersetzt, wird man in irgendeiner Form diese Probleme finden. Und zu 90% hat man ja auch tatsächlich einen Wunschkunden aus der Vergangenheit heraus, weil man mit einem ähnlichen Kunden zumindest schon mal ein Projekt gemacht hat und das vielleicht nicht total scheiße lief. Dann fragt den Kunden, warum bist denn du damals zu mir gekommen? Hast du immer noch vielleicht Probleme, obwohl wir jetzt schon alles neu gemacht haben? Weil dann werdet ihr da auch tatsächlich die Probleme identifizieren. Wenn ihr übrigens zwischendurch Fragen habt, gerne, ne? Also, ja. Dann gebt gerne Beispiele, mit denen sich eure Wunschkunden identifizieren können. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr tatsächlich Testimonials, dass ihr Kundenstimmen auf der Webseite habt. Und bitte nehmt nicht irgendwelche selbstgetexteten Geschichten und Stockfotos, habe ich auch schon erlebt. Das wird relativ schnell wahrscheinlich einfach rauskommen und das ist halt mega peinlich. Das heißt, wenn ihr halt noch keine Kundenstimmen habt, dann lasst es halt erstmal weg und wenn ihr ein, zwei habt, setzt ihr auf jeden Fall online. Mit einer Kundenstimme kann man auch schon überzeugen, wenn man es richtig macht. Es müssen nicht 30 Kunden sein, die euch über den grünen Klee loben. Es reicht auch unter Umständen ein oder zwei sehr, sehr gute Referenzen.
Und übrigens, das Wort überzeugen, ihr wollt ja die Leute überzeugen, dass ihr die Richtigen seid. Überzeugen kommt dadurch, dass ich jemanden davon überzeuge, indem er nämlich überzeugen, also über andere, über Dritte erfährt, dass ich das, was ich da anbiete, auch tatsächlich kann. Sorgt also für diese Zeugen und versucht eben Referenzen zu finden, die dem Wunschkunden zumindest sehr, sehr ähnlich sind. Fünfter Punkt, redet weniger von euch. Natürlich ist es wichtig, dass er sieht, okay, das sind mehr als zwei Leute oder das ist vielleicht auch nur eine Person, weil ihr sagt, okay, ich bin als Freelancer unterwegs und ich will auch Kunden haben, die Freelancer wollen. Erzählt ein bisschen was von euch, aber dieses typische Wir über uns und die Firmenhistorie noch auspacken, irgendwie vor 2 Jahren haben wir einen Goldhamster adoptiert und an Weihnachten machen wir eine Weihnachtsfeier und so, interessiert in der Regel fast niemanden. Dafür kann er gerne dann zu Social Media gehen oder folgt euch auf Instagram oder macht sonstige Geschichten, aber das hat auf der Webseite erstmal relativ wenig zu suchen. Baut langsam Vertrauen auf. Das heißt, diese ganzen Faktoren eben schon mal, ich werde genau angesprochen, ich sehe, dass andere Menschen wie ich da schon erfolgreich Projekte gemacht bekommen haben, ich sehe unter Umständen, wer sich dahinter verbirgt, das ist aber nicht so aufdringlich und derjenige weiß oder diejenige weiß genau, welche Probleme ich habe, das baut schon mal Vertrauen auf. Was ihr aber noch weitermachen könnt, ist tatsächlich über weitere Faktoren tatsächlich Vertrauen aufbauen. Das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Steinchen, Pyramide, die sich immer weiter aufbaut. Das heißt, schafft zum Beispiel mehrere Touchpoints. Wenn tatsächlich von euch bisher, hat eben keiner aufgezeigt, Google Ads oder sowas zu schalten. Überlegt mal, ob es Sinn macht, zumindest für Remarketing-Ads zu schalten. Das heißt, wenn jemand schon mal auf eurer Webseite war, wird er über einen Tracking-Pixel identifiziert und bekommt dann in den folgenden Tagen immer mal wieder eine Anzeige von euch geschaltet. Und der wird sich wundern, wenn da drin plötzlich steht, Sie waren doch auf meiner Webseite. Sie sind ja auch noch Winzer. Über Facebook geht das übrigens. Warum haben Sie sich noch nicht gemeldet? Was haben wir falsch gemacht? Also Remarketing macht meiner Meinung nach langfristig schon Sinn, wenn ihr merkt, dass die Webseite an sich noch nicht genügend Leads generiert. Remarketing macht aber dann auch nur Sinn, wenn die Webseite das von alleine halt nicht schafft, dass die Leute entweder beim ersten Besuch oder beim Wiederbesuch von sich aus sich melden. Versucht Touchpoints zu schaffen über einen Podcast zum Beispiel. Wer von euch hat einen Podcast? Der Alex. Direkt gewusst. Also 2 Leute im Raum haben einen Podcast und es ist echt einfach. Und ihr habt alle was zu erzählen. Ihr macht alle so viel Mist, so viel tolle Sachen mit. Ihr habt alle so viel tolle Erlebnisse und vielleicht auch schlechte Erlebnisse mit Kunden über all die Jahre gemacht. Ihr habt alle Expertise. Warum macht ihr keinen Podcast? Oder schließt euch hier zusammen und macht einen Joomla-Podcast zusammen. Jeder macht eine Folge einmal im Monat. Es ist wieder ein Touchpoint. Und wenn du das auf die Webseite integrierst, das ist nicht nur zusätzliche Suchmaschinenoptimierung. Google hat zum Beispiel jetzt Podcasts in die Suche aufgenommen. Das heißt, wenn ich zu bestimmten Themen was suche, finde ich da nicht nur Bilder, ich finde nicht nur News, ich finde da nicht nur Produkte, die ich kaufen kann, sondern ich finde da auch Podcasts, die ich hören kann. Bietet eine Newsletter an. Wer hat einen Newsletter von euch? Okay, das sind schon viele. Wer schreibt öfter als einmal im Monat ein Newsletter? Das ist schon keiner mehr. Ja? Ich habe einen abonniert. Letzte Woche hat sich ein Kunde bei mir gemeldet. Ja, Herr Bastian, ich bin der Peter. Ich sage den Nachnamen nicht, aber er heißt wirklich Peter mit Vornamen. Und dann gesagt, Nachname ist auch relativ beliebig. Ich habe gesagt, okay. Meier Müller nicht, ne? Aber sowas aus der Ecke. Er sagt, ja. Ja, Sie kennen mich vielleicht gar nicht mehr. Er sagt, ja, um ehrlich zu sein, nicht. Ja, wir haben vor 9 Jahren haben wir mal eine Webseite zusammen gemacht. Das war so ein Projekt in Bonn für so benachteiligte Kinder und das hat irgendwie, da haben sie auch ganz viel gesponsert und so, das hat irgendwie nur 500 Euro gekostet, deswegen erinnern sie sich bestimmt nicht mehr. Er sagt, ja, sind aber auch schon ein paar Projekte seitdem passiert und es ist viel Zeit vergangen in den 9 Jahren.
Ja, ich bin jetzt halt Marketingmanager bei einem Unternehmen 30 Milliarden Aufwärtsumsatz. Und dadurch, dass Sie ja diesen Podcast haben und den Newsletter, ich habe jetzt das gerade hier vor 2 Wochen angefangen, habe ich direkt mal gedacht, ich frage Sie mal, ob wir das vielleicht zusammen machen können. Den Menschen habe ich seit 9 Jahren komplett vom Schirm verloren. Der hat mich aber quasi, ist der nie losgeworden, weil ich ihm so auf den Sack gegangen bin, auf Deutsch gesagt, dass er mindestens einmal bis 2-mal im Monat von mir irgendwas bekommen hat. So. Und wenn der damals vielleicht gar nicht dieses 500-Euro-Projekt mit mir gemacht hätte, hätte der vielleicht trotzdem auf, über irgendwelche Querverlinkungen im Gehirn sich trotzdem bei mir gemeldet und nicht einen anderen gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir da jetzt irgendeine Ausschreibung? Ja, nee, wenn das jetzt nicht so teuer ist und Sie immer noch so arbeiten wie früher, also jetzt nicht für 500 Euro, sondern ein bisschen mehr, dann machen wir das. Ich sage, ja, wunderbar, alles klar. Dann gebt dem Kunden klare Anweisungen. Wenn der auf eurer Website ist, muss der wissen, was er tun soll. Ich sehe total oft auch so Landingpages auch von Mitbewerbern. Da ist dann oben irgendwie ein Video, da kannst du dann einen Videokurs kaufen. Dann ist 2 Zentimeter drunter irgendwie ein Newsletter-Formular, da kannst du ein Newsletter abonnieren. Dann kommt irgendwie ein Kontaktformular und ganz unten wabert dann noch so eine Chatbox auf. Da weiß ja kein Mensch, was er tun soll. In der Regel geht der Kunde dann auch einfach wieder. Oder sucht sich vielleicht irgendwas davon aus, weiß aber nicht so richtig, was zu tun ist. Ich würde empfehlen, tatsächlich auf jeder Seite. Und vielleicht baut ihr auch Landingpages, die wirklich nur über die Suchmaschinen zu erreichen sind. Auf jeder Seite nur einen Call to Action anzubieten. Zu sagen, hier, das ist die Seite, da wird der Newsletter abonniert. Das ist die Seite, da wird der Podcast abonniert. Das ist die Seite, da wird eine Anfrage gestellt. Also versucht den Kunden weniger zu verwirren und versucht auch tatsächlich weniger tief eure Webseite zu verschachteln. Sind alles easy Geschichten. Ist auch jedem im Einzelnen klar. Was sich aber teilweise halt auch auf Kundenseite für Webseitenmonster präsentiert bekomme, da ist dann auf der 6. Menüebene irgendwo die Produktinfo zu finden. Da wirst du irre. Ja. Dann ganz, ganz wichtig, lasst dem Kunden die Wahl, wie er sich bei euch meldet. Bei uns auf der Webseite kann man sich, glaube ich, einen Rückruf eintragen lassen. Der erfolgt dann in der Regel auch zu dem Zeitpunkt. Klappt meistens. Man kann ein Kontaktformular ausfüllen, man kann auch einfach einen Mail-to-Link anklicken und kann in seinem E-Mail-Programm schreiben. Übrigens, da gibt es auch total unterschiedliche Leute. Die einen wollen lieber ein Formular. Das sind, sage ich mal, so Typ Beamter irgendwie, die wollen nichts vergessen. Die brauchen ein Formular, die wollen wissen, was wollen die von mir. Ich fülle das aus. Möglichst viele Pflichtfelder. Möglichst detailliert, die schreiben das. Also wir haben ein Angebotsanfrageformular auf der Webseite, das ist der Horror. Füllt eigentlich kein Mensch aus. Es gibt aber trotzdem 5 bis 6 im Monat, die das tun und die füllen das bis ins Letzte aus. Und du kannst davon ausgehen, wenn da eine Anfrage kommt, hast du zu 95% den Auftrag, weil der hat schon gar keinen Bock mehr, das bei jedem anderen nochmal durchzumachen. Ne? Und das muss natürlich so aufgebaut sein, dass es mehrseitig ist, dass man immer denkt so, jetzt habe ich es geschafft. Nee, dann kommt noch mal was. Ja, das muss richtig auf den Sack gehen und dann wird das aber auch gut. Viele schreiben aber, wie gesagt, auch lieber ganz einfach eine E-Mail-Adresse in eine freie Nachricht. Es gibt solche und solche. Und übrigens, über den Weg, wie die anfragen, kann man, da könnte ich dann im nächsten Jahr vielleicht einen Vortrag drüber halten, wenn das jemanden interessiert, kann man eigentlich schon herausfinden, auf was die dann stehen im weiteren Verlauf und wie man mit denen dann umgehen kann, dass man noch mehr von den Angeboten in Aufträge generiert. Also es gibt wirklich ganz unterschiedlich. Derjenige, der den Live-Chat benutzt, ist ein anderer als derjenige, der euch anruft. Aber ihr müsst einfach wirklich alle Möglichkeiten anbieten. Wir haben sogar auf der Kontaktseite eine Google Map und sagen, hier auf den roten Button klicken, unter der Adresse gibt es einen kostenlosen Kaffee. Gibt es auch Leute. Wir hatten auch schon mal einen da stehen, der stand dann einfach bei uns vor der Agentur. Wir sitzen im 3. Stock von einem großen Gebäude an der Glastür, stand da und meinte, ich bin hier für den Kaffee. Ohne Voranmeldung, ne? Der war einfach da, wusste keiner, was er mit dem machen soll. Aber auch den gab es irgendwie in den 15 Jahren mal. Hat er seinen Kaffee gekriegt? Der hat einen Kaffee gekriegt und wir haben einen Auftrag gekriegt.
Gut, es waren am Anfang beide Seiten verunsichert, aber es ging. Und dann tatsächlich, egal auf welchem Weg er sich meldet, versucht aus Online Offline zu machen. Mit Offline meine ich auch sowas wie SIP-Telefonie, was dann ja eigentlich online ist, aber versucht wirklich mit den Leuten persönlich in Kontakt zu treten und am besten, bevor ihr das Angebot schreibt. Weil wenn ihr diese 10 Punkte richtig gemacht habt, dann würde ich jetzt nochmal den Bogen zu Holger spannen, habt ihr eigentlich bei 5 von 10 Leuten kein Probeliegen mehr notwendig, dann müsst ihr eigentlich nicht den Prototypen bauen, müsst nicht das fertige Konzept machen, bevor ihr das Angebot macht. Was ihr sehr wohl machen müsst, in dem Punkt 10, in dem Offline-Punkt, dem Kunden zuhören, die richtigen Fragen stellen. Wenn ihr aber an ganz Punkt 1 zurückgeht und wisst genau, wer ist mein Lieblingskunde, dann habt ihr bei Punkt 10 schon genau die richtigen Fragen und werdet auch immer weiter diese Fragen verfeinern. Und dann werdet ihr genau in dem Punkt immer weiter ein Gespür dafür entwickeln, wie ihr aus dieser Anfrage auch tatsächlich einen Kunden generieren könnt. Ja. Was ganz wichtig ist, bei allem, was ihr tut, ihr müsst einfach Bock drauf haben. Ihr müsst das mit Passion machen, ihr müsst das mit Leidenschaft machen. Und das waren die 10 Punkte im Groben. Wen das interessiert, so Themen allgemein, kurzer Werbeblock, die Agentursprechstunde ist der Podcast, könnt ihr gerne reinhören. Oh, gibt es auf iTunes, Spotify, was weiß ich, radio.de, überall eigentlich. Und jetzt haben wir tatsächlich noch genau eine Viertelstunde, wenn ihr Fragen habt. Legt gerne los. Wir können auch diskutieren, hat sonst jemand irgendwie eine Idee, was man noch auf der Webseite tun kann? Ja. Würdest du empfehlen, bei einem Einmann auch ein Duo natürlich zu texten? Soll ich das in der Ich-Form schreiben, damit die Besucher sehen, da ist nur eine, da habe ich persönlichen Kontakt? Ist es besser, in Wir-Form zu schreiben, obwohl es vielleicht nicht gibt? Okay. Dass es nach Mail aussieht. Ja. Ich wiederhole nochmal für die Leute aus dem Internet, die sich ja später angucken, die Faulen, die nicht da sind. Also bei einer Ein-Mann-Agentur macht es eher Sinn, das in Wir-Form zu schreiben, damit man sich größer darstellt, oder in Ich-Form, damit man tatsächlich eben ein bisschen ehrlicher ist und sagt, ich bin allein, ich bin eine Ein-Mann-Agentur. Schwierig. Ich habe damals, als ich tatsächlich noch Ein-Mann-Agentur war, habe ich immer gedacht, schreib mal lieber Wir, weil sonst denken die ja, du bist irgendwie nur ein Mann. Führte dann meistens dazu, dass sie dann gefragt haben, ja, wie viel sind sie denn? Ja, das bin ich. Ist schwierig, also wenn... Authentizität ist da auch eine ganz wichtige Geschichte. Wenn du aber schon mal... Wenn du euch einladen, hast du ein Problem, wenn du alleine kommst. Ja. Kannst du doch behaupten, meine Kollegen sind gerade krank, aber... Wenn du aber schon mal mit jemandem zusammengearbeitet hast, hier aus dem Feld, dann bist du ja schon hier. Du warst schon mal am Joomla Day, also bist du eigentlich schon hier, weil du könntest ja theoretisch den Unfug fragen oder mich, wenn du was nicht selber kannst. Und ich sage, also ich schreibe auch immer Bier, bin ja allein, aber einen Kooperationspartner, inklusive mein Hund. Und wenn die dann fragen, dann, ich habe da keine Scheu mit zu sagen, ich kenne den sehr gut, arbeite mit dem und das ist dann schon ein Bier. Das ist kein Thema, das klappt ja schon. Nur wenn du dann halt mit deinem Kunden das verargumentierst, ist es wahrscheinlich schwierig, wenn man da keine Übung hat. Ja, aber ich würde Bier schreiben. Hat Vorteile, finde ich. Also wie er eben schon gesagt hat, es geht ja eigentlich gar nicht darum, es geht nicht um dich, es geht um den Kunden. Also ja. Schreib lieber mehr über den Kunden als über dich. Also der Golfmessemensch, den ich da als ersten Kunden hatte, den habe ich tatsächlich bei mir ins Wohnzimmer gesetzt, weil ich nichts anderes hatte. Und ich habe halt in Gummersbach gegründet, also ich weiß nicht, ob jemand Gummersbach kennt, ist halt mitten im Wald, ne? Da ist nichts. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Shitstorm, aber da ist halt echt nicht viel. Da kannst du auch nicht sagen, wir treffen uns im Starbucks, weil es gibt halt keinen Starbucks. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, kommen Sie halt bei mir vorbei. Ja, treffen wir uns bei Ihnen im Büro? Und ihr sagt, nee, bei mir in der Küche oder bei mir im Wohnzimmer. War ihm dann aber auch eigentlich egal. So. Von daher würde ich mir da weniger Sorgen machen. Wenn du das cool rüberbringst und der das Gefühl hat, dass du seine Probleme löst, ist dem das in der Regel egal, ob du da ein Mann bist oder ob ihr 100 seid. Sonst Fragen? Alle noch wach? Okay, ist gut.
Ja? Wie machst du das mit dem Podcast? Ist das auf deiner Website gepostet oder ist das in so einem YouTube für Podcasts? Das ist in so einem YouTube für Podcasts. Ich habe das bei Soundcloud. Das ist ein deutscher Anbieter. Das kostet genau, ich glaube, 99 Euro im Jahr. Gibt auch einen kostenlosen Account, da kannst du aber nur bis zu 7 Stunden pro Monat hochladen. Du weißt jetzt, wie ehrgeizig ich gedacht habe. Ich lade, glaube ich, 20 Minuten pro Monat hoch, habe aber trotzdem einen 99-Euro-Account, weil es könnte ja sein, dass mal mehr kommt. Also kostet nichts. Die übernehmen dann quasi das Publishen auf die ganzen Plattformen. Und du kannst das über so ein JavaScript, ich glaube über ein iframe auch, kannst das direkt in die Webseite integrieren. Genau. Also wir haben es auf der Webseite, wir haben es auf allen Plattformen. Selbst auf der Webseite hast du dann nochmal einen Link zu allen Plattformen. Genau. Wir haben jetzt irgendwie gerade die 10.000 Hörergrenze irgendwie geknackt. Und ich muss tatsächlich sagen, rein über den Podcast kommen auch inzwischen schon Projektanfragen rein. Jo. Du hast ja gesagt, hol die Kunden möglichst auf möglichst vielen Kommunikationskanälen ab. Keine Ahnung, WhatsApp, Facebook, Google, bla bla bla, E-Mail, Telefon. Nutzt ihr da irgendwie so ein CRM-System, der alle diese Kanäle abgreift? Ja, wir nutzen Hootsuite für die Hootsuite, H-O-O-T und dann Suite wie die Suite quasi. Oder Hootsuite, vielleicht heißt es auch so, keine Ahnung. Das vereint quasi die ganzen Kanäle. Ja. Es gibt auch inzwischen CRM-Systeme, die dann versuchen halt aus allen möglichen Plattformen noch zusätzlich User-Daten rauszuziehen. Muss man aber wissen, ob man damit was anfangen möchte oder anfangen kann. Ja. Ja, da ist der Datenschützer. Was sind deine Erfahrungen mit Social Media, Kanälen für Lead-Generierung? Direkt. Lead-Generierung über Social Media funktioniert. Funktioniert überraschend gut, vor allen Dingen bei Xing und LinkedIn. Habe ich jahrelang irgendwie gedacht, brauchst du gar nicht. Wenn man es richtig nutzt, ist es aber echt super, weil du tatsächlich dich in Gruppen engagieren kannst. Du kannst, wenn du die Premium-Versionen auf beiden Plattformen hast, kannst du Suchagenten machen. Zum Beispiel, wenn jemand Joomla-Webseite sucht, bekommst du automatisch dessen Kontaktdaten, kannst den kontaktieren. Das macht schon Sinn. Also du kannst dann tatsächlich im Gegensatz zu Google nicht sagen, ich schalte eine Werbung auf alle, die Joomla-Agentur suchen, sondern ich lasse mir einfach alle vorschlagen, die in den letzten 3 Wochen Joomla-Agentur gesucht haben oder Joomla-Webseite eingegeben haben. Keiner mehr? Das ist der Hund? Das ist Mia. Keine Ahnung, wem Mia gehört. Mia kommt von Unsplash. Ist nicht meiner. Ja dann, wenn nichts mehr ist, ich bin auch morgen noch da. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß.